Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Jahr One Chunk Challenge. Weiß gar nicht, warum ich das Jahr gerade mit eingebaut habe, aber keine Ahnung. Genau, herzlich willkommen zurück zur One Chunk Challenge. Und ja, letzte Folge sind wir beinahe hier unten von einem Creeper in die Luft gejagt worden. Und ich muss jetzt gerade selber mal gucken. Erstmal machen wir ganz kurz wieder die Chunk Border hier an, damit ich nicht aus Versehen irgendwo rauslaufe. Und ich sehe so langsam, unsere Nahrung geht zur Neige. Einen Apfel haben wir. Aber das war es auch bisher. Ja, und hier unten sollten wir vielleicht möglichst schnell, ich glaube, das machen wir jetzt gleich mal, die Mauer einfach ein bisschen größer ziehen. Wir haben jetzt ja viele Steine. Und es bietet sich definitiv an, eine Mauer einfach zu ziehen. Ich mache mal richtig viele einfach. So, zwei Stacks sollten reichen. Wir sollen nur wieder die Erde hier auffüllen. Das ist nämlich ein bisschen blöd, dass der alles kaputt gemacht hat hier. Sehr gute Creeper, Mann. So Paranoia die ganze Zeit, dass noch einer anmarschiert kommt irgendwie. Muss nicht. So, dann fangen wir mal ganz schnell hier vorne an, einfach eine Mauer zu ziehen. Noch so ein bisschen zu lauschen, ob ich irgendwo vielleicht mal Schritte höre oder irgendwas. Aktuell scheint alles sehr ruhig zu sein. Das ist auch gut so. Nein, den wollte ich ja nicht hinhaben. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu viele Mauern, ehrlich gesagt, gemacht. So, hier ist die Frage, wie machen wir es denn hier an der Kante? Ziehen wir die Mauer einfach erstmal rüber, oder? Ist ja egal, wie das jetzt hier ausschaut. Moment. So, das ist die Kante. Jawohl. Hauptsache, wir haben sie erstmal hier einfach gesichert und dann können wir ja gleich mit Erde und so weiter auffüllen. Ja, bis hier darf ich. Jawohl. Dann können wir es hier Stück für Stück ein bisschen nämlich ausbauen. Erstmal machen wir das, den äußeren Ring, damit hier auch komplett zu ist. Das Einzige, was da theoretisch durchkommen könnte, wären Baby-Zombies und Spinnen. Alles andere wird da gar nicht durchkommen. Das lassen wir mal so. Und auf keinen Fall auch die Lava aus Versehen irgendwann zubauen. Das wäre nämlich ganz blöd. Dann können wir jetzt eigentlich auch hier schon alles auffüllen. Unten aus dem Boden können wir uns, also aus der Höhle, können wir uns ein bisschen Erde holen. Ups, das wollte ich nicht. Kleines bisschen haben wir noch. So, und dann können wir ja auch diese Mauer hier wieder abreißen. Hier kommt sowieso nichts mehr hin. Und jetzt ist die Frage, ab nächster Nacht, glaube ich, könnten schon diese Dingen spawnen, oder? Wie heißen sie denn? Ich vergesse mal, wie die heißen. Diese komischen Schemen da, die da rumfliegen. Mir entfallen immer nur die Namen von denen. Ich glaube, die spawnen ab der dritten Nacht ohne Schlaf. Und ich glaube, wir sind in der dritten Nacht ohne Schlaf. So, wir setzen mal Fackeln auf alle Kanten. Gut, da brauchen wir keine Fackel hinsetzen, das ist klar. Dann machen wir noch eine hier hin. Ich weiß nicht, ob das mittig ist überhaupt, aber sollte schon passen. Und eine hier hin. Zack. Ja, und das Ding da, lassen wir erstmal hängen. Was wir auf jeden Fall auch noch machen könnten oder sollten, ist vielleicht nochmal eine zweite Ebene hier oben drauf setzen, wo wir dann auch ein bisschen... Ach schon, wir können das mal wieder ausmachen. Jetzt haben wir ja uns hier eingezäunt. Dass wir eine zweite Ebene oben irgendwie draufsetzen. Wo wir dann vielleicht auch noch Bäume anpflanzen können oder so. Weil die einzige Nahrungsquelle, die wir aktuell haben, sind halt Oak Saplings mit... Ja, mit Äpfeln. Ich greife auch mal den ab. Hier bin ich ein bisschen skeptisch noch, was... Ja, die Bäume betrifft. Ist Schiss wegen der Lava da vorne. Ja, klatschen wir euch ein paar einfach aneinander hier. Okay, den können wir von oben abbauen. Der ist jetzt interessant gewachsen. Ob jetzt dieser genau hier vorbei gewachsen ist, so. Aber ja, natürlich, Äpfel sind jetzt auch keine wirklich zuverlässige Nahrungsquelle. Spawnen, also droppen einfach zu wenige.
So, lass mal ganz kurz darüber gehen. Vielleicht so. Hier problemlos ran. Zack, schnell wieder raus. Okay, mehr ist da oben nicht drin, aber ein Apfel ist drin. Haha, den will ich. Dann hauen wir uns aber doch jetzt schon mal einen rein. Damit wir einfach voll sind, falls wir Schaden bekommen, damit wir uns gleich wieder regenerieren. Nur so ein bisschen zur Sicherheit alles. Genau, und hier den Zaun müssen wir auch noch weiterbauen. Könnte reichen mit den Sticks. Nochmal so. Ja, wo es wirklich reichen, tut das nicht, aber... Ach Mist, ich hab doch einen von den anderen Bäumen noch gebraucht. Ach doch, es reicht perfekt. Cool. Dann sind wir auch zumindest soweit schon mal sicher. Aber hier muss auf jeden Fall so eine Art Dach drauf, weil wenn dann diese komischen Viecher von oben kommen... Ja, am liebsten würde ich Erde nehmen, aber wir machen das mal anders. Wir machen das ein bisschen billig. Wir gehen auch komplett rein. Brauche ich aber ganz kurz eine kleine Stufe hier. Und ich mache es erstmal auch ganz billig. Praktisch, wir lassen den äußeren Rahmen noch aus. Und ziehen uns erstmal nur so das Dach hier rein. Zumindest ein bisschen geschützt dagegen irgendwie Angriffe von oben. Jetzt nur die Frage, wie machen wir das am günstigsten? Weil das wird auf jeden Fall nicht ausreichen, was wir hier haben. Das heißt, ich ziehe jetzt erstmal gleich den Rahmen, also den Kranz hier außen rum und dann erstmal nur so jeden zweiten hier durch. Aber die da ein bisschen Probleme haben, hier reinzukommen. Und wir uns besser verteidigen können. Okay, ja, genau so schaut's aus. Besser wird's aktuell nicht. Dahin. Gut, jetzt heißt es eigentlich nur noch Überleben in der Nacht. Ah, da ist noch ein Ox-Sabling. Das Gute ist, hier unten sind wir auch relativ safe. Relativ natürlich nur. Weil die auch gar nicht so easy von oben hier reinfliegen können. Geht schon, aber... Naja. Was wir natürlich auch noch machen könnten, ist, dass wir die Mauer einfach zwei hoch machen. Kommen auch keine sonstigen Monster mehr ran, die uns bedrohen, außer Spinnen. Die wären dann die einzige, ja, kleine Bedrohung hier. Ich glaube, in Spinnen kommen wir schon klar, oder? So. Oh, da fehlt noch eine Fackel. Da muss eine Fackel hin. So. Und hier ist hell genug, oder? Hier ist nirgends zu dunkel. Ne, passt alles. Schaut gut aus. So, und wir gehen in die nächste Nacht. Ein bisschen Holz haben wir wieder. Das wird uns nicht viel reichen, aber wir können ein bisschen mehr hier oben bauen. Oh, 30 Stück, das ist gar nicht mal so wenig. Versuchen wir doch mal hier den äußeren Kranz noch zu machen. Einmal noch dahin. So. Da kommen wir gerade nicht durch. Beziehungsweise kommen wir schon, sobald wir das da wegklatschen. Bisher ist noch nichts gespawnt. Ich will es aber nicht verschreien, dass die jetzt nicht kommen oder doch kommen. So. Ja, schaut ein bisschen lustig aus auf jeden Fall. Stimmt, einen von den Birken-Saplings bräuchten wir eigentlich noch. Da haben wir ja gesagt, haben wir zu wenige aktuell. Einen dahin, einen hierhin, vielleicht einen hierhin, noch einen hierhin, in der Hoffnung, dass die irgendwie wachsen. Ich meine, ist ja egal, welcher Baum jetzt zuerst wächst, dann hacken wir sowieso alle ab, also ist ziemlich wurscht. Ist noch eine Spinne, wäre eigentlich ganz gut, also generell ein paar Spinnen, weil dann könnten wir jetzt irgendwann Wolle draus machen aus deren Seide. Und damit dann auch ein Bett tatsächlich. Dann werden wir sehr viele Spinnen brauchen. Also echt schade, dass wir mal kein einziges Tier hier bei uns in der Gegend. Also wirklich nicht eins. Okay, hier machen wir ganz kurz mal wieder die Grenzen an, weil jetzt müssen wir hier unten jetzt ein bisschen durchbuddeln.
Gucken wir erstmal hier an. Ist die Frage, wie tief wollte ich denn hier gehen? Ich glaube, noch einen weiter können wir sogar. Die Tiefe wird schon fast reichen sogar. Ich glaube, dann lohnt es sich also danach, dass man einfach dann mit einer Leiter oder mit einer ganz steilen Treppe nach unten geht. Mehr oder weniger sich ein Loch nach unten durchbuddelt. Müssten wir dann mal gucken. Wir sind, wie viele Blöcke sind wir runter? Wir sind 1, 2, 3, 4, 5 sind wir runter. Ja, das reicht schon, glaube ich. Dann könnte man sich hier wieder den nächsten Raum reinbuddeln. Dann haben wir zumindest zwei Kelleretagen. Und dann, ja, mal gucken. Hier machen wir dasselbe. Auf jeden Fall wird, denke ich mal, eine der nächsten Aufgaben sein, relativ bald schon mal uns ja noch weiter unten durchzubuddeln. Also irgendwie möglichst halt tief in den Untergrund. Ah, Copper, okay. Ich weiß nicht, ob wir Copper irgendwie in irgendeiner Art und Weise gebrauchen können. Das ist zumindest schon mal besser wie nichts. Da, den darf ich gar nicht abbauen. Muss ich aufpassen. Ist beinahe vergessen. Ah, ärgerlich. Nein, stimmt, da darf ich ja gar nicht hin. Mann, das vergisst man immer so schnell. Jetzt ist ein anderer Tag wie die erste Aufnahme, da habe ich sofort vergessen, was da eigentlich die Regel war. Ah, jetzt haben wir keine Fackeln mehr. Nein. Wir haben auch noch 4 Charcoal. Das ist gut, dann machen wir mal so, zumindest 4 Fackeln. Okay, 8 können wir machen. Einen müssen wir nur aufheben, damit wir, sobald wir neues Holz haben, dann auch das Holz verbrennen können. Hier ist alles ruhig, aber auch keinen Baum gewachsen, leider. Naja, dann wieder nach unten. Tschüss. Weil ich wollte mich jetzt ganz gerne jetzt hier direkt einen Durchgang schaffen. Den würde ich dann ab der Höhe hier machen. Das ist ein bisschen so eine solidere Wand drin. Tut zumindest so. Ein bisschen Kohle wäre halt nicht schlecht, ne? Kohle und Eisen wären echt super. Aber das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, bis wir hier gute Vorräte haben. Und klar, Kohle ist das Einzige, was wir uns jederzeit so nachproduzieren können durch Holz. Aber die anderen Rohstoffe werden sehr, sehr, sehr stark limitiert sein für uns. Außer Steine, da werden wir halt auch massig was haben von, aber... Ja, das war's dann auch. Jetzt mache ich erstmal hier drüben weiter. Und was ich ganz kurz mache, bevor ich hier dann aus Versehen einen Fehler mache, wir machen da die Ecke einfach mal zu. Ist jetzt nicht alles sonderbar wunderbar schön. Sonderbar schön? Ach, wie auch immer. Ja, schön machen können wir dann irgendwann später. Das dauert noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe hier unten eine Werkbank hingestellt. Und jawohl, wir haben es gemacht. Einmal mitgedacht. Traum. Noch mehr Copper. Den dürfen wir sogar abbauen, weil der in unserem Chunk drin ist. Ach, da sind wir eh schon durch. Perfekt. So, ein bisschen Erde wieder. Die Erde hier können wir eigentlich auch wegbuddeln und durch Steine austauschen. Mache ich jetzt auch mal ganz geschwind. Das tauschen wir hier schon mal aus. Das können wir von oben wegbuddeln. Erde kriegen wir natürlich oben an der Oberfläche auch keine neue mehr. Dann müssen wir das nehmen, was wir hier unten finden. Ah, dann hier einmal zu. Stimmt. Ah, die Erde darf ich auch nicht mitnehmen, Mann. Wollte mich gerade schon wieder da reinbuddeln. Okay, hier ist noch keine Grenze, das passt. Manchmal muss man so ein bisschen gucken, weil die manchmal nicht ganz so gut sichtbar sind, die Grenzen im Untergrund.
sobald man eigentlich dann praktisch so zwei Steine parallel dazu weggebuddelt hat, dann geht's. Dann schimmern die doch irgendwie hervor. So, jetzt füllen wir alles wieder auf. Perfekt. So, und hier ist hell genug, denke ich mal. Ja, 5 ist in Ordnung. Nur weniger dürfte es nicht sein. So, hat sie irgendwas getan mittlerweile? Ganz kurz mal die Grenzen aus, dann sehen wir auch ein bisschen mehr vielleicht. Ist hier irgendwie gar keine Monster? Geh mal nicht zu nah an den Zaun ran. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht bisher. Nichts. So, und dann... Eigentlich müssten wir... Oh, es hat ganz komische Geräusche gemacht in meiner Wohnung. Ich dachte, es wäre der Hund, aber ich glaube, es war nicht der Hund. Ich war kurz verwirrt. So, eigentlich will ich ja mit einer Leiter jetzt hier hoch. Haben wir auch noch Sticks? Oh, nee, nicht genügend für Leitern. Also wir können halt natürlich so machen, aber... Das reicht nicht mal, Mist. Brauchen wir 7 für. Ach, naja. Müssen wir warten, bis die Bäume unten wachsen. Den Stumpen hier, den können wir auch ein bisschen schöner irgendwann machen. Mann, ich will so gern zu diesem Dorf dahin. Das ist so bitter. Es ist so nah, aber halt auch dann ja gleichzeitig so fern. Kommt einfach nicht hin, man darf nicht hin. Aber gut, das gehört halt zu den Regeln mit dazu. Oder zu der Challenge. Bisschen träumen kann man ja jederzeit davon. Ich weiß nicht, ob wir die entfernen müssen oder nicht, ob das irgendwie das Wachstumverhalten anderer Bäume hemmt. Genau, die dürfen wir. Spinne. Ist auch die Frage, was ich mir zuerst machen würde. Ein Bogen? Nee. Als allererstes würde ich mir eine Angel machen, natürlich. Wir haben natürlich noch kein Wasser gefunden, aber eine Angel wäre auf jeden Fall das Beste. In diesem Fall. Wenn wir gerade nicht wirklich viel machen können, fange ich einfach mal an, hier unten diesen Kellerraum auszubuddeln. Und hoffen, gleich irgendwo auf Wasser zu treffen oder auf irgendwas anderes. Weil mehr können wir tatsächlich aktuell gerade nicht machen, außer auf die Bäume da oben zu warten. Dann Stück für Stück uns halt unsere ganzen ja, Items zu craften und so weiter. Ich meine, Komposter können wir noch machen, der würde uns ein bisschen helfen dann. Stimmt, Komposter, damit kann man dann die Saplings zu Baumehl verwandeln. Damit können wir dann wieder Samen sammeln. Mir fehlt halt nur noch das Wasser dann. Aber zumindest so kommen wir dann mehr Seeds dann ran. Stimmt. Auch wieder voll vergessen. Das sind immer Sachen, die fallen dann irgendwann wieder ein. Wenn man dann so dabei ist und dann merkt man so, ah nee, warte mal, hat hier noch Optionen, man kann das und das noch machen. Aber sie haben nur viel, viel Stein hier. Wir sind wahrscheinlich fast unter dem Lavasee, wenn ich das Geblubber hier höre. Obwohl der eigentlich ziemlich da hinten in der Ecke sein müsste. Ah, was wir hier nicht vergessen dürfen, wir sind ein bisschen weiter an der Seite. Wir sind... Wie viel sind wir dann seitlich weitergelaufen? Okay, 2 volle Blöcke. Aber hier dürfen wir tief genug sein. Denke ich mal. Hoffe ich zumindest. Ja, solange wir jetzt auch so wenig Holz haben für Leitern, kann ich auch schwer nach unten bauen. Ich glaube, wir können irgendwo so eine riesen eklige Wendeltreppe machen. Ich glaube, jeder weiß, in Minecraft eine Wendeltreppe entlang zu laufen, so eine Enge, ist echt nicht angenehm. Da kriegt man echt voll den Drehkoller von. Aber naja. So, die Reihe nehmen wir auf jeden Fall mal noch mit hier. Kisten werden wir bald brauchen. Aber noch einmal Platz. Schon gibt Kohle. Ich weiß nicht, was ich jetzt mehr haben will. Kohle oder Eisen? Bisschen vorsichtig, erstmal alles einsammeln, falls doch Lava kommt von oben. Ne, alles safe. Sehr gut. Dann schauen wir doch mal nach oben rauf.
Ja, und die Axt als Waffe zu nutzen, hier ist, glaube ich, ziemlich, eigentlich sinnvoller wie das Schwert, ehrlich gesagt. Es regnet. Das wäre jetzt eigentlich gut, wenn wir unseren Weizen anpflanzen wollen würden, aber der wird nicht schnell genug wachsen, denke ich mal. Das dauert dann noch zu lange. Hier ist halt das Problem, die Bäume können natürlich nicht so gut wachsen. Hast du den Leitern irgendwie hin? Dass wir irgendwie doch noch nach oben kommen? Jetzt hier ein bisschen was aufheben sollen. An Sticks. War ich ein bisschen zu voreilig beim Slabscraften und sonstigen. Wir könnten an Sticks kommen, indem wir hier die Blätter noch wegklatschen. Und genau die Reihe da darf ich, weil die ist genau über der Mauer. Ich glaube, die Birkenblätter droppen die überhaupt Saplings? Doch, ich glaube, alle droppen Saplings, ne? Nicht Saplings. Sticks meine ich. Ja, diese hier offensichtlich nicht. Na ja. Und ich überlege tatsächlich irgendwann, ob wir das hier einfach alles in Brand setzen wollen. Wir müssen mit unserem Haus hier oben ein bisschen aufpassen. Aber eventuell das hier alles in Brand setzen, damit es halt ein bisschen mehr Sicht hier haben. Und andererseits schaut es hier eh ziemlich cool aus schon, weil hier eh alles so weggefackelt ist und ganz viele Reste nur noch so rumstehen auf der Seite hier. Oh mein Gott. Bitte kein Enderman jetzt. Puh, der würde uns halt sofort töten, hätten wir absolut keine Chance. Wir können es aber nicht mal irgendwo retten. Der würde sowohl hier oben reinkommen, glaube ich, als auch da unten unseren... Hoffentlich um zu teleportieren. Geh weg. Alter, hau ab. Oh, haben wir den aussehen angeschaut? Oh, steht er. Der macht aber keine Geräusche, also ich glaube, er ist friedlich. Boah, nee, Mann, geh bloß weg, ey. Okay, bloß weg. Kriegt die ganze Zeit Schaden, weil er halt in den Regen sich rein teleportiert. Deswegen teleportiert er auch nicht so wild hier rum. Oh mein Gott. Ich geh mal auf die Axt, falls wir doch gleich kämpfen müssten. Eigentlich wollte ich gerade die Folge beenden, aber jetzt habe ich Angst. Oh, wir haben halt keine Rüstung, kein gar nichts. Halt, das wollte ich nicht. Oh, was könnte man jetzt? Also wir könnten uns hier mit ein bisschen Erde, mit ein bisschen Stein eigentlich hier hochbauen. Wir sind halt so lange jetzt hier drin einfach eine Treppe bauen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. So. Und dann können wir uns hier in der nächsten Folge hier oben einen kleinen, ja, Erdhaufengarten anlegen und dann können wir das Saplings hinpflanzen. Dann haben wir zumindest ein bisschen was da oben. Und dann können auch die Bäume ein bisschen besser wachsen. Gut, aber das ist eine Aufgabe für die nächste Folge. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu verpeilt. Ich glaube, ich war echt ein bisschen sehr verpeilt aktuell. Aber ich hoffe, das passt schon. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich mal sagen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.